Die Kinder haben eine Maske gebaut, eine Schildkröte. Dieses Tier ist ihnen sehr vertraut. Es ist für sie ein beliebtes Spielzeug. Die Frauen präsentieren dem Regierungsvertreter Gemüse aus ihren Gärten und demonstrieren damit, dass sie gut gearbeitet haben. Solch ein Fest findet jedoch nie ohne die Tänze der Männer statt. Wenn die Jungen zum ersten Mal den Tanz der starken Männer, den Dundumba, aufführen wollen, bieten sie den älteren Baratis 10 Kolanüsse. Wenn die erfahrenen Tänzer annehmen, findet der Wettkampf statt. Bei jeder Tanzaufführung wetteifern die Männer untereinander. Für den Präfekten tanzen sie Tänze der Bauern, den Zorro und den Turafoli. Mit einer Axt in der rechten und einer Peitsche in der linken Hand symbolisieren die Tänzer Kraft und Stärke. Jeder kennt bei uns die Musik. Jeder kennt die Tänze. Auch wenn er selbst nicht spielen kann, erkennt er sofort einen Fehler. Es gibt hier Menschen, die nicht tanzen können. Aber wenn du einen Fehler machst beim Tanzen, bemerken sie es sofort. Sogar die Frauen kennen die Sprache der Instrumente. Der Dundun, der Sangban, der Kenzedeni. Sogar die kleinen Kinder kennen sie.